Die DHV News vom 28.04.2023. Berlin ist erledigt. Debatte um Anbauclubs und Modellregionen geht weiter. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV News. Erstmal müssen wir noch nachfeiern. 215.000 Abonnenten auf diesem Kanal hier. Wunderbar, vielen Dank. Mittlerweile sind wir sogar schon bei 216. Ja, da passt mal eine Woche nicht auf, um die 215 zu feiern, und schon sind 1.000er mehr auf der Uhr. Das ist erfreulich, dass man da vorwärts geht hier. Ganz lange haben wir bei 213 gestanden, ja, gefühlt jahrelang, ja, aber auf jeden Fall ein paar Monate, immer 213, jetzt aber 215 überschritten, 216 erreicht, mal sehen, wann wir 220 feiern. Und dann zum ersten Thema, Bilder vom Weltkiffertag, Global Marihuana Marsch, das ist immer schön, da haben wir immer gerne hier in den News, weil es da international immer so nette Berichte gibt, aber mittlerweile haben wir auch in Deutschland ein paar Events in Sachen Global Marihuana Marsch, und da zeigen wir euch mal einen kleinen Zusammenschnitt von Bildern aus Berlin, Freiburg, San Francisco und London. Happy 420! 420! Wow! Ja, so viel zu den 420-Day-Videos. Ihr könnt ja mal selber ein bisschen auf YouTube rumstöbern. Na, manchmal findet man da noch mehr schicke Bilder und Riesen-Crowds, die sich da zusammen ballen, ja, und Riesen-Dampfwolken ausstoßen. Und ja, wir hatten auch wieder in Berlin eine relativ große Demo für 420-Day. Das ist noch nicht so lange so, dass da eben auch so viel los ist hier. Wobei im Girlie hat eben auch dieser Tag schon eine gewisse Tradition. Aber jetzt geht es ja erst richtig los. Das war jetzt das Warm-up, und wir kommen dann jetzt wieder zu den Global Marihuana Marches Anfang Mai, wo es dann richtig zur Sache geht. Fast in ganz Deutschland ist irgendwo in der Nähe eine Demo zu erreichen. Und das geht am 1. Mai-Wochenende los. Ich nenne nochmal die Städte, kommt am Ende dann auch nochmal. Und zwar geht es los am 6. Mai, Samstag, GMM in Hanau, Berlin, Braunschweig, Erfurt, Halle, Nürnberg, Ulm, Erlangen, Dresden, Hamburg, Heidelberg, Magdeburg, Regensburg, Darmstadt, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart und Konstanz. Also alle, die am 6. Mai irgendwie freimachen können und nicht arbeiten müssen und alles Mögliche, ja, viel gute Ausreden gibt es nicht. Also ja, geht mal auf die Straße, ja, ein bisschen demonstrieren, ist offensichtlich noch nötig. Legalisierung ist kein Selbstläufer, Legalisierung ist noch nicht fertig und braucht noch ein bisschen Druck. Und weiter geht es dann am 13. Mai, da kommen dann noch etliche Nachzügler, und zwar in Dortmund, Oldenburg, Bamberg, Düsseldorf, Freiburg, Heilbronn, München und Würzburg. Die ganzen Details findet ihr auf der Homepage gmm-deutschland.de. Wohin und wann und so weiter, na, also euer Einsatz in ganz Deutschland ist hier gefragt. Und Berlin hatte ich gerade schon mal erwähnt, komme ich nochmal nach Berlin. Berlin ist erledigt. Ja, die Koalition steht jetzt, die Schwarz-Rote. Zuerst hat die SPD-Basis zugestimmt, recht knapp. Ja, also gerade so hat sie sich entschieden für Schwarz-Rot in Berlin. Und die Wahl des neuen Berliner Chefs, Oberbürgermeisters Kai Wegner, war mehr als holprig, brauchte drei Anläufe, also auch für selbst die chaotischen Berlin-Verhältnisse sehr ungewöhnlicher Vorgang. Am Ende hat sogar die AfD noch für ihn gestimmt, also alles unter einem schlechten Vorzeichen irgendwie. Aber er ist jetzt auf jeden Fall hier als Chef gewählt, die Koalition steht erstmal, auch wenn sie scheinbar von Anfang an so ein bisschen rumwackelt, ja, trotzdem steht die Koalition. Und wieso erzähle ich das hier so am Anfang der News? Ja, wieso ist das überhaupt so wichtig, wo drogenpolitisch jetzt gar nicht furchtbar viel Veränderung zu erwarten ist? Ja, die Bundesratsfrage ist damit erledigt. Ja, also insofern ist erledigt in der Überschrift auch wirklich eine gute, passende Angelegenheit, weil jetzt haben wir keine Chance mehr, den Weg freizuräumen für die Legalisierung im Bundesrat. Das war ja potenziell sozusagen bei dieser chaotischen Lage, chaotischen Politik und damit auch chaotische Planung für uns eine der wahrscheinlichen
Punkte, ja, dass wir gesagt haben, okay, eine Kampagne zur Landtagswahl, insbesondere Showdown in Hessen, könnte Sinn machen, weil das, wenn die CDU in Hessen aus der Landesregierung rausfliegt, dann den Weg freimachen würde, die CDU-Blockade im Bundesrat brechen würde. Das ist jetzt vorbei. Berlin gehört mit der CDU sozusagen auf jeden Fall zur Hälfte. Das reicht, um Berlin zu neutralisieren bei der Stimmabgabe zur Legalisierung. Der Bundesrat wird, also wenn man jetzt nicht einen CDU-Landesverband überzeugt, damit zu stimmen, an der CDU scheitern, wenn es um die Legalisierung geht. Nun hat aber ja Lauterbach sowieso die Legalisierung aufgegeben, weil ihm irgendwelche geheimen Stimmen des EU-Hausgeists ihm erzählt hat, dass das nicht geht, rechtlich gesehen, mit der vollständigen Legalisierung in Deutschland. Der Plan ist sowieso nicht mehr aktuell. Insofern ist das jetzt dafür auch nicht mehr so relevant, auch für unsere Kampagne. Dennoch könnte das spannend bleiben, wie das im Bundesrat aussieht, weil noch ist nicht ganz klar, ob wirklich diese ganzen Vorhaben, die die Ampel jetzt hat mit ihren beiden Schritten, wirklich nicht zustimmungspflichtig sind im Bundesrat. Auch Schritt 1 mit den Cannabis Social Clubs halte ich noch für ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich ohne Zustimmung geht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir keine Chance mehr haben, in dieser Legislaturperiode die CDU da aus dem Spiel zu kriegen. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Dann kommt jetzt ein ganz langes Kapitel. Debatte um Anbauclubs geht weiter. Da ist ein ganz Sammelsurium an verschiedenen Dingen, die da jetzt sich abspielen, an allen möglichen Stellungnahmen, Diskussionsbeiträgen, ja, wo man auch merkt, auch Widerstand wieder nochmal jetzt hochkommt irgendwie zu der ganzen Sache, mit dem man irgendwie umgehen muss, ja, und was eben auch zeigt, die Sache ist noch nicht gegessen, ne, da kann die Koalition so oft sagen, was sie da will, was sie vorhat, ja, solange das nicht alles in trockenen Tüchern und verabschiedet ist, ist viel von dem Störfeuer hier tatsächlich noch am Start. Erstmal sei mal erwähnt, es gab 2 Anträge im Gesundheitsausschuss des Bundestages diese Woche, die da verhandelt wurden. Und zwar genau die, die letztens auch per Anhörung besprochen wurden. Da war ich ja selber auch dabei, habt da vielleicht gesehen, meine Statements im Ausschuss zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten. Daher ging es um einen Antrag der Linken, die eben das beantragt haben. Lass die Konsumenten in Ruhe mit ein paar Gramm und mit ein paar Pflänzchen. Und das abgelehnt worden, ja, da kann man durchaus kritisieren, weil natürlich das eben dazu führt, dass weiterhin Cannabiskonsumenten mit ein paar Gramm Besitzmenge der Strafverfolgung ausgesetzt sind. Das Argument war natürlich der Ampelregierung, der Mehrheitskoalition, die es abgelehnt hat, dass ja jetzt ein Gesetzentwurf unmittelbar bevorsteht und dass man da jetzt vorwärts kommt und das auch zur Entkriminalisierung der Konsumenten führen wird. Das kann man natürlich soweit erstmal irgendwie akzeptieren als sinnvolles Argument, sag ich mal. Und es ist sowieso üblich, dass Oppositionsanträge abgelehnt werden. Ja, alles andere zu erwarten, wäre halt sowieso nicht realistisch gewesen. Die werden immer abgelehnt, mehr oder weniger. Aber ob das dann irgendwie auf die Koalition zurückfällt, ja, ob man ihr das vorwerfen kann, kommt halt darauf an, ob sie jetzt liefern oder nicht. Bei dem CDU-Antrag ging es um zum Beispiel die Verbesserung für Cannabis als Medizin, für die Patienten, für zum Beispiel wurde der Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen mal in Frage gestellt. Aber der Antrag der CDU hat auch nicht konkret gesagt, lass uns den Genehmigungsvorbehalt abschaffen. Ja, also so konsequent war dann auch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird jetzt die Koalition in den nächsten Monaten das Thema Cannabis als Medizin aufgreifen? Werden die da irgendwie aktiv? Verbessern die von sich aus jetzt irgendwie was? Ne, dann war es auch okay, den Antrag da abzulehnen. Oder nicht? Ja, wenn sie nichts tun, ja, dann kann man ihnen auch die Ablehnung des Antrags vorwerfen, weil der durchaus in die richtige Richtung ging. Das gleiche eben auch mit dem linken Antrag zur Entkriminalisierung der Konsumenten. Wenn die jetzt wirklich sofort loslegen und ganz schnell sind und so, ne, kann man vielleicht akzeptieren. Aber klar ist auch, dadurch, dass die Anbauclubs mit im gleichen Paket sind, also geringe Menge Cannabis, paar Gramm, die halt irgendwie legal in der Tasche sein dürfen, eigene Pflanzen zu Hause, die beiden Punkte sind relativ einfach, könnte man in einem Aufwasch, wie die Linken beantragt haben, relativ flott machen. Und dann aber auch die Anbauclubs, die schon viel, viel komplizierter wieder zu regulieren sind, die dafür sorgen werden, dass das Ganze eher Ende des Jahres soweit sein wird, als um die Sommerpause rum.
Ja, nochmal zwei Schritte aus den beiden Punkten zu machen, wäre wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen, wenn man jetzt einfach wirklich mal schnell diese Jagd auf die Konsumenten beenden will. Ist nicht so. Von daher werden wir jetzt weiterhin die Koalition dran messen müssen, wie das jetzt genau weitergeht und wie schnell das weitergeht und was sie dann letztendlich wirklich beschließen. Und wir haben zum Beispiel auch jetzt hier Gegenwind aus Bayern gesehen. Ja, das ist nochmal ein größeres Kapitel jetzt hier. Ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, dass zum Beispiel München gesagt hat, man will Modellregion werden, ja, obwohl ja dieses Gesetz noch ewig weit entfernt ist. Das ist ja erst Schritt 2 mit den Modellregionen. Das Gesetz soll überhaupt erst nach den Sommerferien vorgelegt werden oder irgendwie angefangen werden zu diskutieren oder was zu bearbeiten. Aber trotzdem, jede Menge Regionen wollen jetzt schon Modellregionen werden, diskutieren das schon vor Ort, was ja schön ist, dass so viel diskutiert wird. Aber die Landesebene redet damit. Ja, die Landesebene soll ja unter anderem auch die Cannabis Social Clubs mitregulieren, da komme ich gleich nochmal zu. Aber auch die Modellregionen, ja, da kann auch ein Land querschießen. Jedenfalls hat der bayerische Ministerpräsident das angekündigt, der Gesundheitsminister Holecek das angekündigt. Sie werden alles tun, um diese Modelle zu verhindern in Bayern. Da gab es auch noch einen Briefwechsel, kam Wegger als Volljuristin und Bundestagsfraktionsmitglied der SPD zusammen mit anderen SPD, dann haben die dann einen Brief geschrieben, ihm erklärt, ja, dass er das gar nicht kann, dass er das gar nicht irgendwie verhindern kann. Holecek selber sagt aber doch, das kann ich verhindern, ja, und sein Professor, der ihm auch das Gutachten geschrieben hat, warum jetzt die Legalisierung mit EU-Recht nicht vereinbar ist, hat ihm auch jetzt nochmal ein Zitat gegeben sozusagen, hat auch diese großflächigen Modellprojekte gegen EU-Recht verstoßen. Ja, das müsste irgendwie ein Argument meiner Hand irgendwie und wird versuchen, eben jedes Modellprojekt in Bayern zu verhindern. Trotzdem, ja, wird munter weiter diskutiert. Allgäu hatte ich schon erwähnt, ja, dass die Julis da im Allgäu in Modellregion machen wollen. Und dann gab es jetzt weitere Diskussionen in diese Richtung. Zum Beispiel Esslingen. Esslingen will keine Kifferstadt werden. Ja, die wollen also nicht am Modellprojekt teilnehmen. Ich weiß gar nicht, wo Esslingen ist, ja, aber das toll, dass in Esslingen überhaupt darüber diskutiert wird, ob man jetzt da Modellregion werden will. Oder Saarland. Im Saarland wurde offenbar auch diskutiert und trauriges Ergebnis. Ja, SPD, CDU und AfD keine Modellregion. Saarland soll keine Modellregion werden. Und auch die SPD hat mit dagegen gestimmt. Ja, peinlich, peinlich. Keine schöne Nachricht an dem Punkt. Oder auch, was haben wir hier noch? Genau, die Linken in Thüringen. Thüringen, die haben auch beantragt, ganz Thüringen soll Cannabis-Modellregion werden. Ja, richtig mit Parteitagsbeschluss, Chaudre, hochoffiziell. Thüringen soll da überall Cannabis-Geschäfte eröffnen. Also die haben sehr schön schnell die Debatte aufgenommen. Und übrigens auch zu GMM-Demos mit aufgerufen, jetzt Anfang Mai. Auch schön an dem Beschluss, die sind da fit unterwegs, sag ich mal, und halten die Diskussion aufrecht. Dann haben wir Osnabrück eine Nachricht gesehen, schon 10 Cannabis Social Clubs in Gründung, jetzt gerade irgendwie wilde Zahl für eine jetzt nicht so riesige Stadt. Aber die haben da, die Journalisten haben da auch irgendwelche Instagram-Grüppchen irgendwie mitgerechnet oder Seiten, ja, die gesagt haben, wir sind jetzt auch so ein Cannabis Social Club in Osnabrück und nennen uns, was weiß ich, Hasi oder irgendwas. Ne? Und da sind sie dann auf 10 gekommen. Also sind jetzt keine wirklich eingetragenen Vereine oder so. Aber immerhin irgendwelche Leute, die sagen, würden wir schon machen wollen. Ne? Also auch so ein Artikel trägt natürlich zu der ganzen Diskussion bei und zeigt, wie hoch die Nachfrage da ist. Grundsätzlich jetzt jedenfalls erstmal geht es also richtig zur Sache. So ein paar Städte in der Region um Frankfurt rundherum, wo Frankfurt ja noch gesagt hat, zusammen mit Offenburg, glaube ich, Offenbach, sie wollen da mitmachen als Modellregion, haben jetzt andere Städte in der Gegend wie Hanau, Wiesbaden und so, die haben jetzt gesagt, naja, wir warten erstmal, ja, gucken uns das erstmal an, was ja auch irgendwie verständlich ist, ja, wenn auch nicht mal ein Gesetzentwurf vorliegt, aber auch da wurde diskutiert, ja, überall wird wild diskutiert. Führerscheinfrage ist nochmal hochgekommen, die war jetzt auch im Verkehrsausschuss nochmal gerade und im Grunde haben sich alle Vertreter von Ampelfraktionen, Grüne, SPD, FDP, dafür ausgesprochen, den Grenzwert hochzusetzen. Also auch da geht es jetzt vorwärts mit der Debatte, ohne schon zu irgendeinem Ergebnis zu kommen und weiterhin mit Widerstand aus dem Verkehrsministerium. Herr Wissing hat immer noch keinen Bock darauf. Ja.
Und ja, will da nicht unbedingt was machen. Aber immerhin, auch da steigt der Druck und die ganze Diskussion geht also vorwärts. Dann Gegenstimmen, ja, muss man auch erwähnen. Zum Beispiel hat sich mal wieder zu Wort gemeldet Sebastian Fiedler. Der ist Innenpolitiker in der SPD-Bundestagsfraktion und war vorher Chef oder Sprecher des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Und war da schon eher repressiv unterwegs, jedenfalls im Vergleich zu seinem Vorgänger. Die sind für die Entkriminalisierung der Konsumenten, das vertritt auch Fiedler. Aber die ganze Regulierung des Marktes ist ihm halt nicht geheuer. Da beschwört er alle möglichen komischen Probleme herauf, auch mit Argumenten, die ich total unlogisch finde letztendlich. Ja, gibt es einen Artikel in der SPD-Zeitung Vorwärts dazu, was er jetzt alles meint, was Schreckliches passiert mit den Anbauclubs und überhaupt, wenn man legalisiert und so. Und immer mehr Kriminelle und ja, die Welt geht unter. Also ist ein bisschen albern irgendwie, aber der Typ ist halt wirklich innenpolitischer Mensch, wichtiger Vorsitzender Arbeitsgruppe Kriminalpolitik zum Beispiel. Ja. Also der hat Einfluss und wird dazu beitragen, dass es eben ein bisschen Sand im Getriebe gibt und das gebremst wird. Ja. Und der wird am liebsten die ganzen Modellprojekte komplett aufhalten und sagt, ja, vielleicht machen wir besser erstmal Modellprojekte, die ja sowieso erst irgendwann in ein paar Jahren anstehen und gucken uns die Ergebnisse an und dann überlegen wir, was wir sonst so machen. Ja, also wirklich ein Bremser innerhalb der SPD-Fraktion. Und wenn wir jetzt schon mal bei Polizeigewerkschaft sind, dann muss ich auch Rainer Wendt noch mal erwähnen, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft ist, DPOLG, nicht zu verwechseln mit der GDP, was nochmal eine andere Polizeigewerkschaft ist, also DPOLG, Rainer Wendt, der hat nochmal jetzt gesagt, per Bild-Zeitung, er würde wollen, dass alle Mitglieder eines Anbauclubs durchleuchtet werden, ja, überprüft werden auf ihre Zuverlässigkeit. Da steht ja im Eckpunktepapier schon drin, dass die führenden Personen, also Vorstandsmitglieder wahrscheinlich der Anbauclubs, auf ihre Zuverlässigkeit hin überprüft werden sollen, was immer das jetzt bedeuten soll. Ja. Und wenn gleich hinterher alle Mitglieder von den Social Clubs, ja, jeder Obergrenze 500 Mitglieder, sollen alle durchleuchtet werden. Und zwar nicht nur so ein bisschen, nicht nur irgendwie Vorstrafenregister, sondern ja, müssen wir schon ein bisschen genauer hingucken. Und auch der Staatsschutz, Verfassungsschutz und so weiter, die sollten sich auch alle die ganzen Leute angucken, ne? Weil das könnte ja nicht angehen, dass ein Terrorist möglicherweise legal kiffen darf. Ja? Terroristen dürfen nicht legal kiffen, sagt er. Also wirklich absurd. Ja? Also wenn sich dann Leute da irgendwie anmelden, wenn sie erstmal komplett von allen möglichen Sicherheitsbehörden durchleuchtet werden, wie bekloppt. Also ich meine, abschrecken, da geht es gar nicht. Aber vielleicht war das auch genau der Sinn der Sache, ja, von wegen Abschrecken und das Interesse der Leute an den Clubs abwehren oder so. Ich habe das mal gepostet gestern auf Twitter, kam auch ein bisschen Kritik, warum nennst du den überhaupt? Der hat da überhaupt keine Bedeutung und Bild-Zeitung als Quelle ist sowieso Mist. Aber tatsächlich hat der Mann Bedeutung, der ist Chef einer Polizeigewerkschaft und schon sehr lange demokratisch gewählt, immer wieder gewählt, der vertritt die Deutsche Polizeigewerkschaft und hat Einfluss. Der hat auch zum Beispiel diese ganze Story erfunden, wie schrecklich die holländischen Verhältnisse sind. Vorher haben wir alle nach Holland geguckt und gesagt, ja, ist die Welt schon mal deutlich besser als in Deutschland. Nur nicht perfekt, aber immerhin. Und jetzt auf einmal glauben ja alle holländische Verhältnisse wegen der Coffeeshops und wegen der halbgaren Regulierung ist viel schlimmer als bei uns. Ja, fürchterliche Kriminalität und alles. Das kommt von Rainer Wendt, da habe ich das zum ersten Mal gehört. Also kann man nur hoffen, da er jetzt mit diesem Quatsch von wegen Durchleuchten sämtlicher Mitglieder nicht so erfolgreich ist. Aber so eine Stimme ist relevant, muss man schon sagen. Zum Thema Durchleuchtung. Da hat jetzt doch der Karl Lauterbach gestern bei der Sendung von Lanz sich zu geäußert. Es ist nicht geplant, dass sämtliche Mitglieder da jetzt irgendwie bundesweit in irgendeinem Register auftauchen und da jetzt überprüft werden. Da gucken wir uns mal kurz einen Ausschnitt an. Das suggeriert jetzt, als wenn beispielsweise der Staat oder das Land oder irgendeine Behörde die Mitglieder bekäme. Aber das ist ja nicht so, sondern ich bin in dieser Genossenschaft dann Mitglied. Ja, also sollen doch nicht alle Mitglieder hier jetzt registriert werden. Das ist schon mal nicht schlecht, wobei Registrierung eben auch bedeutet, keine bundesweite Datei, wo die alle drin stehen. Entschuldigung. Ja, schön. Ja, also soll keine bundesweite Datei geben, wo die alle drin stehen. Wobei ich mich dann schon auch frage, wie sollen denn dann die Vorstandsmitglieder überprüft werden auf Zuverlässigkeit? Ja, wenn das nirgendwo in irgendwelchen Bundesdateien dann auftaucht, deren Daten, ja, wer das überhaupt ist, das ist ein bisschen merkwürdig.
aber zumindest eben nicht alle Mitglieder. Fragt man sich aber auch, ja, wie dann Lanz eben auch, ja, wie soll denn dann überhaupt überprüft werden, diese Obergrenze von 50 Gramm pro Mitglied pro Monat und ob Leute jetzt wirklich nur in einem Clubmitglied sind oder doch in 10. Ja, wenn man keine bundesweite Datei hat, kann man das ja gar nicht abgleichen, ob da einer in mehreren Mitglied ist. Also das finde ich auch nicht so ganz klar. Ja, also am Ende ist diese Obergrenze von 50 Gramm im Monat gar nicht durchsetzbar ohne eine Datei. Und vielleicht sollte man gleich diese Verkaufsobergrenze streichen, bringt sowieso nichts. Aber auf jeden Fall keine Datei ist eine gute Ansage schon mal. Und zum Zeitplan, ja, also eigentlich, ne, diese Überschrift wollt ihr ja gar nicht mehr hören, von wegen Diskussion geht weiter und weiter, ja, ihr wollt mal hören, ja, hier ist Gesetzentwurf und so ist das jetzt und das geht übermorgen los. Also Zeitplan, ja, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, nachdem das nochmal wild hin und her ging mit den Ansagen des Gesundheitsministeriums, da sind auch Twitter-Antworten dazu erstmal wieder gelöscht worden und wieder neu aufgeschrieben worden, von wegen, oh, da haben wir aber im letzten Tweet haben wir vom Gesetzentwurf gesprochen. Aber eigentlich ist es nur ein Arbeitsentwurf, der da kommen soll, ja, was immer das jetzt bedeuten soll. Und der soll aber Ende April kommen. Und tatsächlich, heute ist der letzte Werktag im April und wir sehen von mehreren Abgeordneten, Kirsten Kappert-Gonter und Carmen Wegge habe ich jetzt gesehen, also wahrscheinlich gleich im Einklang auch Christine Lüttke, haben gepostet, dass jetzt dieser Entwurf, Arbeitsentwurf, in die Ressortabstimmung gegangen ist heute. Ressortabstimmung verstehe ich so, dass jetzt das Gesundheitsministerium diesen Entwurf für den Schritt 1, also Entkriminalisierung mit geringer Menge, Eigenanbau zu Hause und Anbauclubs, dass dieser Gesetzentwurf jetzt an die anderen Ministerien geschickt worden ist zur Begutachtung, was weiß ich, Kommentierung und so weiter, Veränderung, um dann zum Kabinettsbeschluss zu werden, wo dann Scholz und alle Minister sich darauf einigen. Also immerhin so einen ersten Ansatz von Gesetzentwurf gibt es offenbar seit heute, der das BMG schon mal verlassen hat Richtung andere Häuser. Aber gut, natürlich haben alle erwartet, dass man öffentlich irgendwas sieht, ja, bis Ende März, wenn Lauterbach groß davon redet, er legt dann was vor. Ja gut, legt er irgendwelchen Leuten vor, aber nicht uns. Ja, also wir Öffentlichkeit kriegen das noch nicht zu sehen. Aber auch dazu nochmal ein kleiner Ausschnitt. In den nächsten Tagen wird der Entwurf durch die Ressorts gehen, dass sich die anderen Ressorts damit beschäftigen. Das ist jetzt fertig. Ich habe zufälligerweise heute Nachmittag nochmal an dem Gesetz, an dem Entwurf gearbeitet. Ja, also das scheint wirklich jetzt so zu sein. Ja, es gibt einen Gesetzentwurf, jedenfalls so einen ersten Ansatz dafür, der noch ausdiskutiert werden muss, aber immerhin. Soweit waren wir bisher noch nicht. Insofern ist das wieder ein Schritt weiter. Ob jetzt das ein gutes Zeichen ist, hat Lauterbach selber persönlich Hand anlegt und arbeitet an dem Gesetzentwurf, ich weiß es nicht, glaube ich eher nicht, weil wenn ihr euch die ganze Sendung anguckt da bei Lanz, ja, da werdet ihr auch wieder merken, dass Lauterbach erstaunlich viel Unsinn auch erzählt über Cannabis und ziemlich merkwürdige Vorstellungen hat von Cannabiskonsumenten. Ist ja auch vor der Bundestagswahl schon mal aufgefallen, damit er gesagt hat, Cannabis muss legalisiert werden, weil jetzt Heroin ins Gras gemischt wird. Ja, jetzt hat ihm irgendwer erklärt, dass das so nicht ist. Jetzt sagt er, da ist Amphetamin ins Gras gemischt, ja, was genau so ein Quatsch ist. Also ja, ich weiß nicht, ob nicht vielleicht jemand anders an dem Gesetzentwurf arbeiten sollte. Naja, jedenfalls geht es vorwärts. Ja, kommt jetzt, geht jetzt einen Schritt weiter und irgendwann kriegen wir das auch zu sehen. So, ich glaube, jetzt habe ich die meisten Punkte, die ich hier bei diesen ganzen Auswirkungen, Erschütterungen, dieser ganzen Diskussion um Eckpunkte 2.0 und so weiter, habe jetzt abgegrast. Von daher können wir zum nächsten Punkt kommen, und zwar Tschechien. Bleibt es beim Legalize-Plan? Da habe ich ja letzte Woche auch selber mit dem tschechischen Drogenbeauftragten und ein paar anderen internationalen Kollegen auf so einer Online-Talk-Panel-Sitzung da gesessen und habe selber den Herrn Jindřich Vorobril, so heißt er, gefragt, ja, wie das jetzt aussieht in Tschechien, ob da, wie die jetzt damit umgehen, hat Deutschland abgesprungen ist im Prinzip von dem gemeinsamen Versuch, Cannabis zu legalisieren und die EU davon zu überzeugen, das da anzumelden und durchzukriegen und so weiter. Ja. Jetzt steht Tschechien auf einmal alleine da. Und ist die Frage, wie lange? Ja, wann haben die ihren Luxemburg-Moment, sag ich mal, denen ist es ja auch irgendwann mal so gegangen, dass die EU in geheimen Gesprächen denen erzählt, nee, können wir nicht machen.
Noch hat Tschechien vor, das durchzuziehen. Die haben den Plan noch nicht aufgegeben, wie Deutschland eben jetzt gerade vor 2 Wochen in ganz Tschechien Fachgeschäfte für Erwachsene einzuführen, das Ganze wirklich konsequent zu regulieren und so weiter. Aber hier mal ein Ausschnitt, was Žintič geantwortet hat. I would be happy if I see and I will try to lobby in Germany with the ministers to support our effort, even though Germany doesn't want to go forward with it, but it would be good to say, okay, let's try this case. Let's Czech Republic will support this case. Let's study this case and see what happens. So this would at least help. So if any effort from your side could be towards, okay, Czech Republic wants to try the precedents, let's help them to try, that would also help. Ja, da kann man den Kollegen in Tschechien nur Glück wünschen, ja, dass sie das weiterkriegen als wir und wirklich einen Gesetzentwurf bei der EU einspeisen. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter, werden dann wieder mal endlich eine offizielle Reaktion von der EU kriegen, die nicht geheim ist und nicht vertraulich, sondern öffentlich und wo man sieht halt, ne, wie reagiert die EU denn jetzt wirklich und was muss man eventuell auch ändern an EU-Recht auf EU-Ebene, um dann eben so ein Problem nicht mehr zu haben. Ja, das ist ja dann auch ein Thema, was sich dann da anschließt und als nächstes dann kommt, falls wirklich offiziell mal ein Land an der Europäischen Union scheitern sollte. Aber vielleicht kriegen sie auch durch. Vielleicht zeigen uns die Tschechien, wie man das richtig macht. Oder dem Herrn Lauterbach. Eine unangenehme Nachricht, ja, auch nochmal, um zu zeigen, wie groß die Widerstände sind. Nicht nur in Deutschland von allen möglichen Polizeichefs da, sondern auch international ticken in anderen Teilen der Welt die Uhr noch ganz anders. In Singapur ist gerade ein Mann gehängt worden, dem ist Todesstrafe auferlegt worden, weil er am Schmuggel von 1 Kilo Cannabis beteiligt gewesen sein soll. Der ist nicht selber damit erwischt worden, ist nur bei demjenigen, der da als Kurier unterwegs war, irgendwie eine Telefonnummer aufgetaucht, die ihm zugeordnet wird, diesem Verurteilten. Und ja, also schwache Beweislage offensichtlich. Aber trotzdem, ja, das ist eine Menge, wo in Singapur halt Todesstrafe ansteht. Ja, Kilo Cannabis, ja, das ist zu viel. Na, wird man halt abgemurkst. Und das ist jetzt eben auch nochmal verhängt worden oder durchgezogen worden, durchgeführt worden. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ja, der Typ ist halt umgebracht worden wegen 1 Kilo Cannabis. Und ich habe gerade irgendwie gestern noch, auch für diese Landsendung übrigens, ja, haben die auch zitiert, haben die gefragt, wie viel Cannabis kriegt man denn raus aus 3 Pflanzen zu Hause? Ja. Ich sage, gut, das kommt eigentlich mehr auf Quadratmeter an und auf Lampe und so weiter. Ja, wie viel Watt hat man drüber hängen und so. Aber wenn man riesige Pflanzen hat, 3 Stück, ja, die so groß zieht, wie es geht, 1 Kilo kann man da schon rausholen, sage ich. Ne? Wahrscheinlich noch viel mehr sagen jetzt die Superspezialisten unter euch, aber 1 Kilo ist schön griffig, ja, dat, auch um denen mal zu zeigen, dass sie da mit klarkommen müssen, ja, da Leute auch 1 Kilo zu Hause liegen haben nach der Ernte. Ja, das soll jetzt hier legalisiert werden, ja. Auch in den USA, wo Eigenanbau möglich ist und legal, ja, ist 1 Kilo jetzt auch keine Riesenmenge. Und es gibt auch Leute, die machen halt 3 Gramm am Tag weg, die verbrauchen auch 1 Kilo im Jahr. Aber ja, aber in Singapur ist dann halt Kopf ab. Kann man nur hoffen, dass da auch mal irgendwann Vernunft einzieht. Und damit jetzt die Nachricht nicht so hängen bleibt am Ende der News hier, habe ich dann doch auch nochmal eine gute Nachricht, und zwar aus den USA, Delaware. Der US-Staat hat jetzt Cannabis legalisiert, und zwar mal wieder auf dem parlamentarischen Verfahren. Das nimmt jetzt zunehmend zu in den USA bei den letzten paar Legalisierungen sozusagen, dass nicht mehr Volksabstimmungen für die Legalisierung sorgen, sondern eben jetzt auch die Parlamente. Und die haben auch da ihre Hürden. Na, da gibt es auch ganz viele, die dann sagen, oh ja, Delaware, da ging es auch wieder ganz, ganz schnell. Blöde Bundesregierung hier in Deutschland, ihr braucht ewig. Und Delaware, super schnell. Heute habe ich die Nachricht gehört, an einem Tag sozusagen haben die legalisiert. Aber ist natürlich auch nicht so. Ja? Die haben auch eine riesen Vorgeschichte. Das ist auch in allen US-Staaten so, dass die da nicht innerhalb von ein paar Monaten legalisieren, sondern auch da einen jahrelangen Prozess hinter sich haben. Und speziell in Delaware war es so, dass beim ersten Versuch vor der letzten Wahl der Gouverneur einfach das Gesetz nicht unterschrieben hat. Obwohl beide Parlamentskammern dem zugestimmt haben. Ja, die haben auch das Problem haben die mit den 2 Parlamentskammern. Aber dann kann der Gouverneur auch einfach sagen, nö, finde ich blöd, ja, unterschreibe ich nicht. Und hat er beim ersten Mal gemacht. Den kann man überstimmen mit einer super Majority. Ja, da muss man so mehr als 50%, 60-70% zusammenkriegen. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich je nach Staat, dass man dann als Parlament den Gouverneur nochmal überstimmen kann.
Beim letzten Mal war das nicht der Fall. Diesmal waren die Mehrheiten so stark, dass es vielleicht geklappt hätte. Und diesmal hat der Gouverneur das durchgehen lassen, hat also gar nichts gemacht. Ja, wenn der Gouverneur überhaupt nicht handelt und nicht weder unterschreibt, dann noch weder dafür noch dagegen ist, einfach die Frist verstreichen lässt, dann gilt es auch als zugestimmt, ja, oder in Kraft tretend. Also Delaware hat legalisiert. Und 1 Million Einwohner laut Wikipedia-Eintrag aktuell. Daran orientieren wir uns bei der Zählung auf der DHV-Seite zur legalisierten Weltbevölkerung. Also eine schlappe Million Leute ist jetzt dazugekommen. Wir haben 195,3 Millionen Menschen nach unserer Zählung jetzt auf der Welt, die in einer legalisierten Gegend wohnen. Ja, auch wenn natürlich da jetzt noch lange keine Shops am Start sind. Das dauert auch wieder eine Weile jetzt noch mit den ganzen Lizenzbedingungen und so weiter und so fort. Aber der grundsätzliche Beschluss ist unumkehrbar da und ja, oder jedenfalls erstmal Gesetz da, auch per Gesetz und so weiter, alles verabschiedet, wunderbar. Wobei, einen Wermutstropfen hat die Sache auch noch, kein Eigenanbau. Der ist nicht berücksichtigt, was in den USA ziemlich selten ist, ja, und mindestens einmal, soweit ich mich erinnere, auch nachträglich dann nochmal repariert wurde, ja, dass erstmal ohne Eigenanbau legalisiert wurde, nur für Shops, und dann aber der Eigenanbau noch hinterher kam. Delaware ist jetzt einer dieser Staaten, die tatsächlich den Eigenanbau erstmal nicht berücksichtigen bei der Legalisierung. Also auch da noch zu tun. Unsere Ortsgruppen hatten wieder Spaß. Ja, die bereiten sich auch gerade alle vor auf den Global Marihuana Marsch und haben uns wieder ein paar Berichte und Bilder geschickt, was da so los gewesen ist. Freiburg habe ich schon mal erwähnt, ganz am Anfang. Habe da schon mal ein Video-Schwenk gesehen. Ja, das war die Demo, die ich angekündigt hatte, ganz klein. Die wollten eigentlich nur ein paar Leute, ja, ganz klein und fein und super Spezialtruppe. Haben 10 Leute angemeldet für die Demo und waren 23 da. Der Kollege sagt, 230% Sollerfüllung, ja, war total happy und hat Spaß gemacht. Ja, die hatten da gute Laune und alles und den Leuten gezeigt in der Stadt, dass das nette, harmlose Leute sind, die Cannabiskonsumenten. Was, glaube ich, Lauterbach nicht so denkt, wenn man jetzt den bei Land sich reinzieht. Dann in Konstanz war die Ortsgruppe zu Gast bei einer Podiumsdiskussion der Jusos. Da war auch die Polizei dabei, Fachstelle für Sucht und die SPD. Auch immer gut, solche Geschichten. Immer gerne auch melden, ja, wenn so eine Podiumsdiskussion vor Ort irgendwo stattfindet bei euch in der Stadt. Ihr kriegt davon mit und seht die noch nicht auf unserer Homepage. Dann gebt uns gerne mal einen Tipp. Ja, auch solche Termine verbreiten wir gern. Freuen uns über jede Diskussion, die irgendwo vor Ort von einer Partei oder Ortsgruppe oder was auch immer organisiert wird. Dann am 23.04. hatten wir in Gotha einen Infostand der Ortsgruppe Thüringen. Wir hatten viele Anfragen zum Cannabis Social Club, Gründungsdings, ja, auch überall, ja, klar, das ist ja auch logisch. Da ist natürlich das Interesse gerade groß, auch am Infostand der DHV-Ortsgruppen. Und ein weiterer Infostand, haben wir ein Bildchen von gekriegt und vielleicht noch ein Video, weiß nicht, mal gucken, was jetzt Martin euch da zeigt, von Rhein-Neckar, die da auch noch einen Infostand gemacht haben. Womit ich jetzt bei den Terminen angekommen wäre. Und zwar haben wir eine Sitzung in Würzburg. Let's Talk About Hanf am Freitag, 28. April, Ortsgruppe in Halle, Mahnwache zum Tag des Wunsches. Ah, die haben wir so schöne Sachen da irgendwie. Samstag, 29. April, da könnt ihr wahrscheinlich da am Stand der Ortsgruppe euch was wünschen. In Regensburg gibt es den öffentlichen Hanf-Stammtisch der Ortsgruppe, Samstag, 29. April. Sonntag, 30. Gera, Infostand der Ortsgruppe Thüringen. Und Jena, nochmal Infostand der Ortsgruppe Thüringen. Die sind auch super fleißig. Ja, die bauen um 13 Uhr bauen die in Gera den Infostand ab und sind um 14 Uhr schon wieder am Start in Jena. Also top fleißig, die Leutchen da. Belohnt sie mit Vorbeigucken. Remscheid, meine Heimatstadt, ist mal wieder am Start. Lange nichts mehr hiervon gehört in den DHV-News. Da macht unsere Ortsgruppe im Bergischen Land am 1. Mai ein Infostand, also am Feiertag, wo da viel los ist und so weiter. Dann 1. Mai Heidelberg, Teamsitzung der Ortsgruppe, offenes Treffen der Ortsgruppe in Halle. In Berlin, Akzeptkongress, Donnerstag, 4. Mai, Freitag, 5. Mai, 2 Tage. Ja, einer der wenigen Kongresse dieses Jahr. Wir machen ja keinen Kongress dieses Jahr. Unsere Cannabis-Normalkonferenz wird dieses Jahr nicht stattfinden. Von daher ist Akzept eine der wenigen
naheliegenden Alternativen, wo aber auch Schwerpunkt viel eben auch auf niedrigschwelliger Drogenhilfe liegt und auch auf anderen Drogen, nicht nur Cannabis und so weiter. Aber ich mache zusammen mit Feline Edbauer, die ihr vielleicht von My Brain, My Choice kennt, da auch einen Workshop zum Thema Stand der Dinge bei Cannabis-Legalisierung und so. München trifft sich die Ortsgruppe Donnerstag, 4. Mai. In Halle wird der Paradewagen dann gemeinsam geschmückt am 5. Mai. Und dann geht los, 6. Mai, ich habe es eben erwähnt, Hanau, Berlin, Braunschweig, Erfurt, Halle, Nürnberg, Ulm, Erlangen, Dresden, Hamburg, Heidelberg, Magdeburg, Regensburg, Darmstadt, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Konstanz, Global Marihuana Marsch, Demo, alle hingehen. Hamburg, am Donnerstag, 11. Mai, Stammtisch der Ortsgruppe. Dann bin ich auch dabei in Zürich, Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 14. Mai. Da ist die Cannatrade, altehrwürdige Besuchermesse, Cannabismesse, ist immer nette Stimmung da. Ich bin immer gerne da gewesen und nach längerer Pause bin ich mal wieder dabei. Unter anderem auch, weil ich am Freitag da einen Keypoint-Vortrag halte, was jetzt los ist in Deutschland und danach am Podium teilnehme, was europamäßig so los ist, ne, und wie man da so vorwärts kommt. Dann geht's weiter. 13. Mai, Global Marihuana Marsch, Nachzügler in Dortmund, Oldenburg, Bamberg, Düsseldorf, Freiburg, Heilbronn, München und Würzburg. So, viel los. Ich habe jetzt nicht auf dem Zelt stehen, weil ich jetzt noch sagen muss. Ich versuche das auswendig zu machen. Nach wie viel Ausgaben? 380 oder was haben wir jetzt auf der Uhr? Bitte dieses Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Alle drei Sachen habe ich mir gemerkt. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großartigen Abend.